Hey Freunde, Jugger hier. Es kommt einfach in ein paar Minuten der neue Brawl Talk raus und ich bin wirklich so gehypt, was da alles erzählt wird, denn man hat schon wirklich vieles gehört, aber das waren bis jetzt nur Gerüchte, deswegen schauen wir jetzt rein. Das Ding ist, ich weiß nicht mal, was Megaboxen sind, deswegen bin ich jetzt einfach noch umso gespannter. Voll viele haben auch irgendwie gesagt, es kommen jetzt wieder Hypercharge aus oder neue Brawl, deswegen bin ich ultra gespannt jetzt, okay? Ich weiß gar nicht, was die Megaboxen überhaupt sein sollen. Warte, das ganze Skit, oh, ey, wie viel, ey, wow, Bro, das ist zu viel, ich check nichts. Es kommen zwei Brawler. Damn, die ganzen Skins. Die Medusa M ist ultra geil. Oder auch die Melody. Oder ganz jetzt RT soll das sein, oder? Oh mein Gott. Ist das auch ein Anschluss-Skin? Ey, die schauen zu gut aus. Digga, die zeigen das zu schnell. Ich check nichts. Neuer Galle-Skin, Sprout-Skin. Geil, hä? Und ein komplett neuer Spielmodus. Okay, nice. Ja, aber das wird jetzt zuerst, Bro. Ich habe keine Ahnung, was die Megaboxen sind. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was kommt, okay? Warte, was? Ich habe wirklich keine Ahnung, wieso sie die Megaboxen überhaupt entfernt haben. Aber ich vermisse sie auch nicht, weil ich die auch nie benutzt habe. Aber deswegen finde ich es jetzt umso cooler, weil das für mich sogar was komplett Neues einfach ist. Aber ich finde die Stardrops auch echt cool. Okay, das ist jetzt das Event. Mit den Megaboxen, das ist... Warte mal, diese Megaboxen sind ja wie Stardrops, oder nicht? Es kommt ja, hä? Ist nicht komplett das Gleiche? Ja, aber es ist ein neues Skin, es ist noch Nikos, genau. Oh mein Gott, wie gut der aussieht. Ey, wie geil. Und das ist auch ein Skin wie der Buff-Skin, der, wenn Hypercharge kommt, auch das verändert wird. Das ist jetzt auch so ein Event wie bei den Monster-Eiern und die bleiben nicht für immer da. Aber man kann die sammeln, indem man diese komischen Punkte sammelt und dann bekommen wir die Megaboxen. Kann man die auch kaufen oder nicht? Also eigentlich genauso wie bei den Monster-Eiern. Die Farbe ist eigentlich ganz cool. Ey, das sieht so geil aus, ne? Das Ding ist, wenn das diese ganz normalen Challenges sind, in denen man immer gewinnen muss für einen Star-Drop, also so wie ich es kenne, dann werde ich nichts davon bekommen, weil ich in diesen Knockout-Challenges immer irgendwie 0-3 oder 0-4 gebe mit komplett Loses. Ey, könnt ihr bitte eine Megabox mal zeigen? Ich weiß nicht, was rauskommt. Bro, ich weiß nicht, was rauskommt, ey. Für mich ist es immer noch so wie ein Star-Drop oder so, ich weiß nicht. Aber ich sehe, du bekommst mehr? Hey, warte mal, ist das Star-Shelly? Hey, warte mal, hey, bringen die wieder Star-Shelly rein? Nee, oder? Hey, Gems, nice. Es kommen zwei komplett neue Modi raus, die Mirror Match und Drum Roll heißen. Ey, hoffentlich zeigen die jetzt auch, was ist, Digga, bitte. Ach, da. Nein, jeder hat einfach jeden Charakter dann. Komplett nur Piper, nur Spia, sowas, Digga, oder nur Pam oder so. Boah, ich weiß nicht, wann. Ey, ich weiß nicht. Warte. Oh mein Gott, wie geil ist das, hä? Wenn du jemanden mit deinem Brawler killst, dann veränderst du dich in den Brawler, den du gekillt hast. Ey, das ist geil, okay, das ist cool. Ey, wie geil der Modus aussieht. Oh, neue Skins, komplett neue Skins. Wow, Shelly Skins, das ist das ganz Ding, das ist Star-Shelly gewesen. Ja, das Stella Shelly ist. Boomer Dynamite. Oder Deputy Brock, ey, was für Deputy Brock, Digga, ey. Hey, warte mal, ist das nicht der... Hey, das sieht aus wie der OG Rico-Skin, oder nicht? Hey, der sieht gut aus. Ey, wann kommen jetzt aber auch die neuen Brawler und so? Okay, Viking Bull, geiler Skin, nice. Es geht vom 12. Juni oder so bis zum 31. Also, hey, nicht mal einen Monat, als ob. Ah, ich weiß nicht. Das sieht hier mir Skins. Ey, der Melody-Skin sieht so geil links aus. Auch der M-Skin, boah, der M-Medusa-Skin sieht so geil aus, Digga. Ja. Auch geil, und was noch ein Bull-Skin? Bro, wieso bringen die jetzt für 5 Milliarden Bullskins noch rein? Digga, der Melody. Oh mein Gott, wie gut das Skin aussieht, Digga, was? Ich muss ihn einmal komplett zeigen. Und die Noten sind so Vögel oder so. Hey. Warte, ist das der neue Brawler, ja, oder? Das ist ein epischer Brawler. Oh. Warte mal, Karl? Hä, wie sagt der Karl Ult, hä? Hä, er hat irgendwie Karl Ult, aber die Attacken von Barley? Er kann aber auch Teammates heilen mit dem Barley-Gift. During his super, he dashes forward using his tail like a tasty tornado. Wieso müssen die Brawler immer so eine Mischung aus allen Brawlern sein? Was ist das? Ich weiß nicht, was für ein Barry halten soll, aber es sieht gut aus. Doch, es sieht geil aus. Digga, ich habe ganz kurz gedacht, die sagen irgendwas über Team, aber ne, haben sie nicht. Die haben nur gesagt, dass es jetzt viel einfacher irgendwie Teams zu bilden, was ganz cool ist. Oh, das ist cool, dass man sofort Freunde jetzt adden kann am Ende vom Screen. Ja, einfacher Teams zu bilden ist cool. Oder zeigen sie jetzt Hypercharges? Oh, ist so wichtig. Ne, ey, bitte geile Hypercharge, Bro. Bitte, wer ist der erste? Barley? Barley's Hypercharge? Viel größer, viel mehr? Frank Hypercharge? What the fuck? Was war die Fläche, Digga? Warte mal ganz kurz. Digga, gib dir mal die Fläche von Frank, Digga. Der deckt dir komplett alles ab, Digga. Angelo bekommt der Hypercharge? Was? Aber was genau macht er jetzt? Ach so, Angelo, seine Ult verfolgt ihn jetzt, wenn er davor Hypercharge gemacht hat, Digga. Das ist broken. Piper bekommt eine? Piper ihr das Bond und mehr Bomben und gibt Leuten Knockback, wenn sie landet. Ja, das ist okay, aber... Und ist schneller, glaube ich, ne? Ems bekommt eine? Ja, okay, ich sehe schon, du machst diese Rauchwolken bei deiner Ult jetzt auch. Okay, das ist ganz cool, mehr Damage und so. Rico hat...
Hey, ich dachte, ey Digga, ich dachte, die quatschen eine. Oder nicht? Na, okay, doch nicht, nee. Aber die bouncen nur weiter, okay? Das ist nicht mal so krass eigentlich. Okay, wer noch? Galle bekommen! Wow! Galle, seine Ult schießt jetzt viel breiter, weiter und hat Ult schießt ihm 2-3 Mal oder so. Ey, Galle verdient, Digga, nice. Noch irgendjemand oder nicht? Keiner mehr, das war's. Nein, Bro. Ey, was macht der, hä? Ey, wie geil aber, Digga, wie gut, hä? Ey, die ganze Hyper-Charge sah so geil aus. Jellyfish Sandy. Wieso müssen die Skins für Sandy machen? Na, die Version ist sogar viel hässlicher. Nee, okay. Nee, die nehme ich nicht mit. New Brawler Clancy, mystisch. Ey, wie scheiße der aussieht. Das ist so eine Krabbe, oder? Mit so einer Waffe, hä? Aber okay, zeig erstmal, okay. Okay, warte mal, der Brawler kann auch irgendwie upgraden wie Search. Aber irgendwie verstehe ich nicht, wie er sich upgraden kann. Es ist auch ganz normal, dass du schießen musst oder du bekommst Damage oder so. Aber so krass sehen die Upgrades nicht mehr aus. Du schießt auf Stufe 1 nur so einmal, auf Stufe 2 dann in beide Richtungen und so die Ult halt krass. Die Ult sieht viel, also die sind echt krank aus. Obwohl die bisschen sogar random sprayed. So wie so irgendwie Dynamite Gadget oder so. Ich glaube, der ist scheiße, oder? Kann das irgendwie sein? Oder Paint Pro ist auch noch ein Modus, oder? Ist das? Ey, das ist Splatoon! Ey, das sieht aber lustig aus, ne? Das sieht cool aus. Was macht der, Digga? Alter, wieso machen die jetzt so mehr Skins, hä? Galle Skin, nice. Aquamarine Sprout. Digga, wie viel kommt noch, hä? Und Frank? Ja, dann Frank? Na, umso weniger Leben Frank hat, umso schneller greift er an. Nein, das ist krass, oder? Boah, wie schon. Gebt euch mal, wie schnell er jetzt angreift. Pass auf. Bam, bam. Mac greift öfter an. Mac hat viel mehr Projektile. Ey, Retalk jetzt. Mac in Mutation mit diesen 10.000 Rockets. Das war so lustig. Aber ich glaube, so krass ist es jetzt nicht, oder? Es kommen nur so ein paar mehr mit, ne? Und dafür ist auch wieder Reichweite niedrig. Aber das ist okay. Ey, Chester's ass. Ich glaube, ich höre nicht mal zu. Es tut mir nicht. Mehr? Roofs bekommt einen Pirate-Skin? Kommt noch so ein Pirate-Theme komplett? Duke bekommt... Oh, das sieht geil aus, ey. Hank bekommt einen anderen Titel. Wieso ändern die das, ey? Oh, die machen auch so ein paar Profil-Changes. Noch? Ey, das war's, oder? Oh, wie viele, hä? Ey, das ist no joke, krass. Ich freue mich eigentlich auf alles. Also, ich glaube sogar, es wird ultra cool, vor allem, weil ich sogar die Megaboxen gar nicht kenne. Ey, die ganzen neuen Hypercharges, dies, das, war das wird so gut, Digga. Das wird so nice. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wie euch die ganzen Updates und Changes gefallen haben. Und ey, wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder beim nächsten Stream morgen 18 Uhr. Ciao.